Gerald, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute mal wieder aus den Spryker Offices in Berlin. Wir schieben jetzt seit ungefähr 2 Jahren, wenn nicht sogar noch länger, unseren Podcast-Termin vor uns her. In dieser Zeit ist auch bei euch relativ viel passiert. Der eine oder andere wird dich vielleicht aus dem Podcast nicht kennen. Sag uns doch mal kurz, wer du bist und was du machst. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. 2 Jahre. Gerald Schönbucher, bin ehemals Gründer von Hitmeister.de und seit 3 Jahren bei Real.de. Real hat Hitmeister gekauft und verantworte da das gesamte Digitalgeschäft. Okay, gehen wir mal ein bisschen zurück in unsere Anfangsphase. Ich erzähle ja mal in diesen E-Commerce-Vorträgen, die ich hier da mal mache oder meine Keynote halte, erzähle ich auch mal so ein bisschen die Geschichte der Marktplätze. Und da zeige ich dann auf, dass Amazon in Zentraleuropa es schon irgendwie geschafft hat, den meisten Märkten zum Monopol zu gründen und dass Anfang der 2000er schon den Glauben gab, dass man mit Nischenmarktplätzen da ein Gegengewicht aufbauen kann. Das ist immer so ein bisschen verzerrt und vereinfacht, ich weiß. Und diese Nischenmarktplätze waren schon immer für mich, es war Hitmeister, also quasi die Vorgängerdomain von Real.de, damals noch Traduria, später ja dann von Rakuten gekauft und mindestens ja Tego. Kannst du mal erzählen, wie du diesen Einstieg in das Marktplatzgeschäft gemacht hast? Was waren eigentlich die Prämissen, als ihr gegründet habt? Wann waren das überhaupt? Wir haben Hitmeister gelauncht am 7. November 2007 und haben damit gestartet zu entwickeln 2006 mit einer allerersten Version. Warum haben wir das damals gemacht? Amazon hatte einen deutlich geringeren Marktanteil. Das ganze Thema Payment war auch nicht ganz so convenient, wie das heute ist. Das heißt, wenn du auf eBay beispielsweise, damals auch noch ein durchaus relevanter Marktplatz, irgendwas bestellt hast, dann konnte es durchaus sein, dass die Ware nicht ankam, du hast per Vorkasse bezahlt, PayPal war noch nicht so penetriert. Also war unsere Überlegung zu sagen, wir bauen einen Marktplatz mit einem Treuhandsystem, wo die Ware an den Endkunden geht, aber das Geld der Verkäufer erst bekommt, wenn die Ware wirklich empfangen wurde. Und wir sahen natürlich auch Möglichkeiten marketingseitig, sah es über damals den SEO-Bereich, auf den Preisvergleichern war weniger Wettbewerb. Es gab also durchaus Gründe, da reinzugehen. Und wir haben auch gesehen, dass in anderen Ländern durchaus Marktplätze den Markt für sich entschieden haben, die nicht Amazon heißen. Also Allegro beispielsweise in Polen oder auch in den weniger entwickelten Ländern, Mercado Libre Lateinamerika. Das waren also durchaus Vorbilder für uns. Aber uns war schon klar, das ist eine Mammutaufgabe, aber ich habe mir gedacht, oder wir als Gründerteam damals haben uns gedacht, wenn du das im Marktplatzbereich schaffst, dann kannst du es im Grunde überall schaffen. Wie war damals die Wettbewerbssituation? Also war Traduria, ich weiß, ich glaube, Traduria war mal auch so ein Multishop-System, glaube ich, bevor sie Marktplatz geworden sind, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ja, Tego war aber, glaube ich, auch ein Multishop-System, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber mit einem geringeren Fokus als damals Traduria. Traduria hatte ganz klar den Händlern gesagt, ihr habt da auch eine Shop-Lösung. Und beide haben einen sehr, sehr großen Anteil im Bereich B2B-Sales gemacht. Also sie haben wirklich viele Händler angerufen und da relativ aggressiv verkauft, wohingegen wir uns zu Beginn zumindest eher auf die Endkundenseite konzentriert haben und das im Grunde über die Zeit dann hochgeschaukelt haben. Also Angebot und Nachfrage eher so parallel hochgefahren. Ja, Tego hatte zum damaligen Zeitpunkt auch eine wahnsinnig gute SEO-Position, haben also einen Großteil ihres Traffics über SEO generiert. Mhm. Und bei Traduria war das ausgeglichener. Die haben, glaube ich, auf unterschiedliche Marketingkanäle gesetzt. Und wie habt ihr gestartet? Selbst finanziert oder mit einem Investor 2007? Ganz zu Beginn haben wir das selbst finanziert. Dann haben wir ein Vorgängermodell eigentlich entwickelt gehabt, das aber nicht so geflogen ist. Da haben wir die ersten Investoren reingeholt. Das waren Business Angels zum einen. Und später kam dann auch ein US-Investor hinzu. Und der hat eigentlich noch in das Vorgängermodell investiert, eine Tauschbörse für gebrauchte Spiele. Bücher, DVDs. Stimmt, so hat es mal angefangen. So hat es ganz ursprünglich mal angefangen, genau. Aber wir haben rechtzeitig erkannt, dass das Modell von Unit Economics her einfach nicht so attraktiv ist und er sagte, okay, ihr habt jetzt im Grunde die Funktionalität vom Marktplatz über die Tauschbörse schon gebaut, ihr wisst irgendwie, wie man Online-Marketing macht und technisch passt es auch soweit. Also finanzieren wir auch den Pivot mit und das war dann 2006, als wir eben die Idee hatten und 2007 sind wir dann live gegangen. Und wie hat die Kundenakquisition dann 2006, 2007 funktioniert? Kann man sich das wirklich so vorstellen? Und 2007, das war ja so die Zeit der SEO-SEA-Arbitrage. Also als Amazon ist, glaube ich, 2008 in den Markt gekommen, hat dann 2008, 2009 richtig den Markt abgeräumt. Da konnte man auch mit dem Aufbau von Blocknetzwerken und Backlink-Building, diese ganzen Greyhead-Strategien, konnte man noch richtig Traffic auf so eine Plattform holen. Beziehungsweise über Preisvergleichs-Arbitrage ging das ja auch zum Teil. Also wie habt ihr dieses klassische Marktplatz-Dilemma gelöst dann vor 10 Jahren? Angebot und Nachfrage
zu halbwegs sinnvollen Konditionen auf die Plattform zu holen und dann wahrscheinlich an dem Umsatz mitzuverdienen? Ja, wir haben auf diese Techniken, sage ich mal, gesetzt, die im SEO-Bereich durchaus auch im Graubereich waren. Das hat uns Google aber später auch spüren lassen, hat uns abgestraft, sodass wir in mühsamer Kleinarbeit die ganzen Backlinks, die wir über einen längeren Zeitraum aufgebaut haben, wieder abbauen mussten und sozusagen den Gang nach Canossa antreten mussten. Aber das, finde ich, gehört auch dazu. Das war einfach der wilde Westen der SEO-Zeit und wir haben daraus gelernt und haben jetzt eine SEO-Position. Ich glaube, vor 10 Tagen haben wir Otto.de überholt in der Sichtbarkeit und Zalando kurz nach davor. Nach Sistrix-Maßstäben? Ja. Ich gucke gleich mal parallel nach. Ich habe ja auch einen Sistrix-Account. Genau, gucken wir mal, bestimmt. Das gucken wir gleich mal nach. Also wir haben... Echt? Haben, so groß seid ihr? Mittlerweile haben wir da echt eine ganz gute Position aufgebaut. Mhm. Aber es hat uns viel Schweiß und vor allen Dingen auch Tränen gekostet. Also SEO war so einer. Das war der eine Kanal. Ja. Der andere Kanal war, dass wir ja schon sehr früh ein sehr, sehr breites Angebot an Produkten haben. Wir haben heute 15 Millionen, damals haben wir angefangen mit 1-2 Millionen unterschiedlichen Produkten. Primär erstmal in der Medienkategorie, dann haben wir Unterhaltungselektronik mit dazu genommen, haben dann angefangen, den Küche-Haushaltsbereich aufzubauen. Und wenn du da sehr, sehr spezifisch SEA gemacht hast, also im Grunde dir die Mühe gemacht hast, für jedes einzelne Produkt entsprechende Anzeigengruppen zu haben, sehr, sehr spezifisch die Keywords auszuwählen, dann konntest du da auch vergleichsweise gute CTRs erzielen. Damit hast du einen hohen Qualitätsfaktor gehabt und entsprechend weniger an Google je Klick bezahlen müssen. Da war der Wettbewerb in diesem ganzen Longtail bei Weitem noch nicht so ausgeprägt, ja, wie das jetzt der Fall ist. Dann haben wir früh auf die relevanten Preisvergleicher auch gesetzt. Idealo, billiger, günstiger hat damals noch eine größere Rolle gespielt. Und haben aber auch versucht, frühzeitig auch schon den Kunden wieder zu gewinnen. Also im Grunde ein CRM-System aufgesetzt. Wir haben das intern Watchdog genannt. Er hat also geguckt, wie so ein Wachhund, wann der Kunde das letzte Mal Inaktivität gezeigt hat. Und dann ist er wieder getriggert worden. Mit 180 Sistrix-Punkte. Ich sehe gerade bei Sistrix, ich kann jetzt weniger sehen als früher. Ich kann den Index gar nicht mehr sehen. Ich glaube, die Pakete haben sich verändert. Ich nutze, glaube ich, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wer den Account bezahlt. Da muss ich mal rausfinden, was das hier für... Da muss ich hier mal schöne Grüße an den Herrn Beust. Ja? Also sozusagen, dass hier einfach Leistungen gestrichen werden. Das kann ich natürlich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Aber das ist ja erstaunlich. Also sozusagen SEO ist jetzt sozusagen funktioniert. SEO funktioniert. Mhm. Funktioniert sehr gut. Vor allen Dingen auch im mobilen Bereich. Der mobile Index, den Sistrix ja auch seit einiger Zeit veröffentlicht, ist eigentlich der, an dem wir uns am meisten orientieren. Und das ist eine Funktion aus viel hochwertigem Content, den wir über die Jahre aufgebaut haben, mit dem eigenen Redaktionsteam, das aus technischen Redakteuren besteht und aus Redakteuren, die sich für gewisse Kategorien einfach interessieren und da umfassende Ratgeber schreiben. Also wenn du einen Grill zum Beispiel mal kaufen möchtest, kriegst du bei uns einen schönen Ratgeber präsentiert. Ich suche mal nach Grill. Eine vernünftige Seitenarchitektur. Sag mal, Grill günstig kaufen. Das ist ja im Grunde die 2007er Logik gewesen. Ein Holzkohlegrill günstig kaufen. Das gibt es nicht tatsächlich auf 1. Real.de/grill. Ja, okay. Das haben wir jetzt nicht vorher abgesprochen. Gell? Das stimmt. Ja, das ist so. Und wenn du jetzt mal auf die Seite gehst, und dann gehst im Grunde auf die Grill-Kategorie-Seite. Ja. Und wenn du dann runterscrollst. Mhm. Scroll ich mal hier. Wir machen das immer schnell auf dem Rechner hier mit. Ja, und dann? Dann siehst du da unten einen sehr umfassenden Ratgeber. Ja, alter Schwede. Ja. Ne? Also nicht nur so ein Absatz. Nein, mit nicht so ein die Geschichte des Grills begann in der Steinzeit. Okay. wirklich hilfreiche Themen. Ne? Das hat die Brigitte Jakowski geschrieben aus der real.de Redaktion. Genau, aus unserer Redaktion. So. Ja. Und das ist irgendwo so eine Basis, die du, glaube ich, brauchst. Natürlich auch eine Seitenladegeschwindigkeit, die attraktiv ist, gerade auf mobil. Und eine vernünftige Seitenarchitektur, sodass du den Link richtig verteilst. Und sag mal, wie groß wart ihr ungefähr, als real.de euch akquiriert hat? Nee, also real euch akquiriert hat, dann ist es ja real.de geworden. Genau. Wir haben da ein GMV, also ein Handelsvolumen von etwa 60 Millionen aufs Jahr gerechnet gemacht. Das war 2006 im März hatten wir Signing. 2016, sorry. Und heute, die Zahlen heute, die ich so letztens gelesen habe, sind ja deutlich größer nochmal vom GMV. Ja. Wie groß ist, wo seid ihr heute, bei einer Viertelmilliarde oder sowas? Oder so wir knapp? Sind GMV-mäßig bei in diesem Geschäftsjahr über einer halben Milliarde und haben im letzten Geschäftsjahr 380 Millionen gemacht.
Und was hat sich geändert seit dem Verkauf an Real? Das ist ja schon, also ist deswegen ein spannender Case, weil sich viele der großen Händler ja Gedanken machen über so Marktplatzgeschäfte, wie kann man das irgendwie hebeln. Und wenn man jetzt mal schaut auf bestimmte Webseiten wie einen Kaufland oder auch teilweise auch in der Rewe-Gruppe, gibt es ja immer noch Seiten, die haben ja gar keine Shopping-Funktionalität. Das ist im Grunde genommen eine Art Prospektes-Service, ne? Aktion der Woche. Ihr habt ja dann relativ schnell nach dem Verkauf den Hitmeister auf real.de umgezogen, was ja technisch schon mal wahrscheinlich gar nicht so trivial war. Kannst du vielleicht noch mal zwei Sachen dazu sagen? Was hat sich dann geändert? Also wie hat sich diese Markenänderung bemerkbar gemacht, weil diese 500 Millionen GMV, die ist ja schon zählbar, also ist nicht eine Rundungsdifferenz im Online-Handel, sondern die ist schon sehr, sehr relevant. Woher kommt das? Ja. Was hatten wir als Hitmeister nicht, was Real hatte? Eine bekannte Marke, die Vertrauen genießt. Und das kannst du im Grunde über die ganze Online-Marketing-Kanal-Klaviatur spielen, ob das dann ein CTR bei SEA ist, ob das eine Wiedererkennung in den Google-Rankings, also im organischen Bereich ist, ob das auch bei einem Preisvergleicher ist. Da ist einfach ein Real, die Marke Real, einmal hin, alles drin, viel, viel bekannter und vertrauenswürdiger. Und wir haben jeglichen Dimensionen. Wir haben uns eine ganze Reihe von KPIs im Grunde herangezogen, haben gesagt, da müssen wir eigentlich überall besser werden, und es hat sich fast alles bewahrheitet. Also die CTR ist hochgegangen, die Akquisitionskosten sind runtergegangen. Die CTR, für die Hörer, die nicht so oft zuhören, also die Click-Through-Rate, das heißt, wenn bei Google ein jetzt zum Thema Grill, gehen wir mal zurück auf die Ergebnisseite, da steht jetzt, ich versuche mal vorzulesen, Grills günstig online kaufen, also wahrscheinlich aufgrund des H1-Tags haben wir das jetzt hier gerade erfunden, und dann Grill macht das Ganze ja Spaß, sofern der passende Grill zur Verfügung steht, wir zeigen Ihnen, welche Grill für Sie geeignet ist, und deine These ist, weil dort real.de steht und nicht mehr hitmeister.de, ist die Klickrate auf diesen Link deutlich höher, und damit steigt ja natürlich das Google-Ranking auch wieder. Genau, das heißt, ist so ein bisschen eine Spirale nach oben. Exakt, ist ein Indikator, den sich Google sicher heranzieht, und das Ganze funktioniert natürlich im bezahlten Bereich genauso. Wenn du da eine höhere Click-Through-Rate hast, dann zahlst du tendenziell weniger für den einzelnen Klick. Okay, das hat funktioniert, aber das wird ja nicht reichen, um diesen Umsatzsprung zu erklären. Nee, natürlich haben wir auf der Angebotsseite auch viel getan. Wir haben dadurch viel einfacher Händler gewinnen können, weil die Händler wussten, dass die Reichweite der Marke Real, der Werbedruck der Marke Real auch ein ganz anderer ist. Wir erreichen mit unserem Handzettel in der Woche 23 Millionen Haushalte aktuell. Das sind also die Zahlen, wenn man die Werbeverweigerer, die sagen, bitte keine Werbung einwerfen, außen vor lässt. Das ist einfach mal ein gewisser Push. Das ist dieser lokale Flyer, wo dann die Realangebote der Woche stehen. Das wird einmal die Woche dann ausgetragen? Genau, das wird samstags ausgetragen. Und wie aggressiv wird da real.de beworben auf dem Flyer? Sehr aggressiv. Und das war auch eine unserer Hypothesen. Vielleicht mal einen online suchen. Die finde ich auch bestimmt bei Kauf da, oder? Bei Kauf da findest du das zum Beispiel. Okay, dann gehe ich mal zu Kauf da. Ich möchte jetzt keinen hervorheben, das sind ja alles unsere Partner. Okay, ich gehe trotzdem zu Kauf da. Das wird in einer Woche immer stärker online fokussiert, in anderen weniger. Aber primär ist es natürlich schon, um unsere stationären Märkte nach vorne zu bringen. Also da wirst du viel Lebensmittel drin finden. Aber wir sind ja als Hypermarkt auch einer derjenigen, die schon traditionell eine Non-Food-Kompetenz haben, was vielleicht der ein oder andere LEHler, wenn man jetzt mal Kaufland außen vor lässt, in der Form nicht haben. Sag mal eine Postleitzahl, wo ich euch finde. Ich habe jetzt hier 10999 Berlin, habe ich leider kein Real. Nimmst mal 50674. Das ist 50 die Postleitzahl von unserem Kölner Büro. 74 Köln. Genau. Da muss ich jetzt bei Matratzenkonkord, Bauhaus, Kaufland, Lidl, Rossmann, Saturn, Mediamarkt. Finde ich schon noch hier. Ja, aber wir machen mal weiter. Also sozusagen, okay. Also ihr habt Click-Through-Rate, ich finde das schon noch hier. Jetzt bist du auf Kauf da, ne? Ah, ich habe es real. Okay. Ich habe das Prospekt hier, ich zeige das hier mal ganz kurz in die Kamera für die Leute, die es per YouTube gucken. Also ein Real-Prospekt, und auf diesem Prospekt, das sieht aus wie jedes andere Wurfprospekt auch, da scheint es quasi scheinbar nur eine Agentur zu geben weltweit, die Prospekte-Design. Dann erzähl mal ganz kurz, wo wird das denn hier auf diesem Prospekt hart beworben? Wir sehen das nicht zwingend auf der Titelseite. Du hast jetzt, aber hier zum Beispiel, da müsste jetzt auch drauf sein, dass das Fahrrad auch online zu haben ist. Ja, auch online zuzüglich genau. 34 Versand. Ja, und da ist dann auch die URL dann angeworben auf der Website. Ich versuche das nur einmal nachzuvollziehen, weil es gibt ja wirklich so viele, die sich darüber Gedanken machen. Und das hat ja auch bei vielen nicht geklappt. Zum Beispiel hat es nicht geklappt bei
Dieken Kloppenburg hat ja versucht, Fashion-ID über ihre lokalen Läden zu pushen. Es hat offensichtlich nicht geklappt, dass ein stationärer Händler wie Pieck und Kloppenburg Trust in eine fremde Online-Marke bringt, auch wenn sie eine Pieck und Kloppenburg-Gründung ist. Ja. Und das war jetzt bei euch aber anders. Hier hatten wir ja keine fremde Online-Marke, sondern Hitmeister ist ja verschwunden und Real war ja als Marke schon da, war davor auch schon Online-Marke. Aber was war es davor? Also Real.de, vor der Akquisition, was war Real.de dann? Real.de war ein Online-Shop mit Non-Food primär, der aber auch schon damals auf Tradebyte gesetzt hat und damit weitere Dropshipping-Partner angebunden hat. Also die Marktplatz-Idee, die hatte Real schon, als wir damals zusammenkamen. Und unsere Hypothese war einfach, neben dem Markenauftritt von Real, der uns hilft, auf Marketing-Kostenseite vor allen Dingen günstiger zu fahren, die ganze Technologie, die wir mitbrachten, auch zu geben. Also unser Produktdatensystem, wo wir gerade drüber gesprochen haben, das ganze Thema SEO, der Content, die Händler. Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt schon, es waren um die 5000 Händler, die über uns verkauft haben. Du bist immer noch im Lebensmittelbereich hier, aber weiter hinten ist typischerweise unser Non-Food-Bereich. Mhm. Und da siehst du mal stärker, mal weniger stark unsere Präsenz. Mhm. Auch online hast du überall versandkostenfrei. Okay, verstehe. Und in der Regel haben wir oben dann auch nochmal so einen Streifen, wo wir auf unser gesamtes Produktangebot dann hinweisen. Okay, ja, okay, verstehe ich alles. Die Händler bei euch, nur damit auch interessierte Händler das verstehen, wie wenn ich jetzt morgen anfange, Kochtöpfe zu handeln, wie kann ich bei euch listen? Was muss ich dafür tun? Möglichst wenig, dafür haben wir gesorgt. Wir haben also Anbindungen an fast alle relevanten Shop-Systeme, ERP-Systeme, was eben von Händlerseite gewünscht wird. Das heißt, wird. Wenn ich jetzt heute so einen JTL einsetze oder, genau. oder einen Plenty oder was immer, oder sozusagen, oder, dabei. Dann, oder vielleicht sogar einen Shopify, dann kann ich über euch verkaufen. Shopify haben wir noch nicht, ist einer der wenigen, aber ein Shopware zum Beispiel, das sind alles Lösungen, die wir angebunden haben, wo du dann oft mit nur einem Klick deine Produkte listen kannst. Über so ein Modul. So, und dann liste ich quasi, dann sind meine Produktdaten bei real.de sichtbar. So, und dann findet ein Kunde jetzt auf real.de diesen Kochtopf, den ich verkaufe. Was passiert dann? Und klickt auf Kaufen? Klickt auf Kaufen, dann kriegt der Händler die Info. Egal, ob er jetzt einfach nicht richtig angebunden ist, also nur manuell angebunden ist, dann per E-Mail, ansonsten über seine API, dass er den Kochtopf versenden soll an den Kunden. Der Händler stellt die Rechnung. Es ist ein Verkauf, den der Händler tätigt. Wir sind hier also wirklich klassischer, reiner Marktplatz. Wir haben früher auch mal eine Zeit lang Ware angekauft und weiterverkauft, als wir noch keine ZAG-Lizenz hatten, die wir von der BaFin Ende 2017 bekommen haben, sodass wir 2018 unser Geschäftsmodell dann umgestellt haben auf das, was der Händler auch von dem Amazon und von dem eBay kennt, dass er die Ware einfach verschickt, seine Rechnung beifügt und der Kunde dann bei ihm sozusagen den Umsatz getätigt hat. Okay, der Händler zahlt an uns dafür eine Provision. Wie hoch ist die? Die ist so zwischen 6,5 und 12,5% vom Bruttoverkaufspreis. Das hängt so ein bisschen von der Margenträchtigkeit der jeweiligen Kategorie ab. Damit sind wir aber günstiger positioniert als Amazon und vergleichbar mit eBay, wobei wir etwas mehr an Leistung auch dazugeben. Also die ganzen Payment-Themen, First-Level-Customer-Service, das sind alles Dinge, die bei uns sind. Aber ist dann relativ viel des Traffics, kommt der dann tatsächlich über diese Brand Real? Also, oder was ist denn der einzelstehende USP von Real.de? Also warum sollte ich als Kunde auf dieser Plattform kaufen und eben nicht mein Kochtopfset bei Amazon und eBay kaufen? Ja. Was ist für den Kunden wichtig? Große Auswahl, günstige Preise und Convenience. Convenience, dass die Ware schnell kommt und dass du auch mit allen dir genehmen Bezahlmethoden bezahlen kannst. Das ist aber etwas, was ein Amazon auch macht. Wir differenzieren uns dadurch, dass wir sagen, wir sind irgendwie der deutsche Player am Markt. Also jetzt mit Blick auf die Themen, die vielleicht gerade in den Medien mit Bezug auf Amazon in letzter Zeit nicht so toll besprochen wurden. Und wir haben das breiteste Payback-Sortiment, was man, glaube ich, in Deutschland auch nicht unterschätzen darf. Also was heißt das? Artikel heißt, das heißt, dass du jeden Artikel, den du bei uns kaufst, mit Payback-Punkten versehen Das wird versehen der Kassenzone-Partner Payback gerne hören an dieser Stelle. Achso, das war anderen nicht so. Also warum haben denn andere Marktplätze denn nicht diese Payback-Integration? Real ist Gründungspartner von Payback und hatte schon entsprechend lang Payback in den Stores und wir haben das dann einfach erweitert auf unser gesamtes Online. Das heißt, wenn man Payback-Kunde ist und sowieso diese App oft einsetzt und auch Schnäppchenjäger und in Sortimenten unterwegs sind, wo es wirklich mal um 2-3% Punkte Marge durchaus ankommen kann, werde ich bei Real wahrscheinlich kompetitivere Konditionen finden als auf dem Amazon-Marktplatz. Ja.
Nicht in allen Fällen, ne? Also ja. Wir sind, Amazon ja. ist mal günstiger, mal teurer, aber tendenziell lohnt es sich zumindest bei uns zu schauen. Ich bin hier gerade beim Telefunken, 4K-Fernseher hängen geblieben, 50 Zoll für 311 Euro. Wahnsinnspreis, und Alex. Und 155 Payback-Punkte. Was ist 155? Das ist 1,55 Euro umgerechnet. Kann man das so rechnen? So grob, ja. Okay, also für 309 Euro. Das ist aber schon sehr günstig, finde ich. Nicht schlecht, nicht schlecht. 50 Zoll kann man immer noch mal irgendwo in die Küche hängen oder sowas, so ein Fernseher. Okay, das verstehe ich, aber ja, große Auswahl, Convenience. Man profitiert sicherlich davon, dass es hier und da bei eBay und Amazon sozusagen auch pressemäßig da den einen oder anderen Händler geben dürfte und Kunden, der dann nach Alternativen schaut. Du bist jetzt ja schon lange dabei, 10 Jahre, um genau zu sein, oder sogar ein bisschen länger als 10 Jahre. Länger, ja. Siehst du denn, dass diese Wachstumsrate abflacht oder siehst du, dass eigentlich insbesondere unter diesem Brand Real.de noch relativ viele Kunden konvertiert werden können in den Online-Kauf, die vielleicht vorher doch nochmal zum Real gefahren sind, um sich dann den Telefunkenfernseher und was das andere hier, den Pool natürlich, vor Ort zu kaufen? Der Schöne ist ja, dass wir nicht nur Umsatz von stationär, von Kunden, die ohnehin schon bei Real waren, auf Online übertragen, sondern vor allen Dingen auch Kunden erreichen, die gar keinen Realmarkt bei sich in der Nähe haben. Das heißt, unser Online-Wachstum überkompensiert weit das, was wir im Non-Food-Bereich vielleicht auch mal an Challenges haben. Also wenn du den stationären Handel bist, du ja ein agiler Beobachter, da siehst du ja, dass die Umsätze manchmal auch rückläufig sind und das dann wird mehr als überkompensiert von dem, was wir gerade online machen. Es reicht, dass wir gerade in den letzten Monaten sehen wir eigentlich eine immer besser werdende Entwicklung unserer Wiederkäufer. Wir machen da so Kohortenanalysen und wenn ich das vergleiche mit den Zeiten, als wir als Hitmeister aufgetreten sind versus wir jetzt als Real auftreten, haben wir da eine deutlich bessere Entwicklung, die wir sehen können. Das heißt, wir sehen, dass sie schneller wieder kaufen und dass die Profitabilität der Kohorten in Summe auch deutlich besser ist. Und gibt es so einen typischen Real.de-Kunden, genauso wie so einen Amazon-Kunden gibt, der sagt, ich kaufe jetzt aus Überzeugung bei Real, weil es ein deutsches Unternehmen ist und sozusagen Trust und Steuern und was auch immer, dass halt auch nicht alles gezahlt wird, der dann wirklich so wie so einen Amazon Vielkäufer, würde ich mich hier schon zu zählen, da jede Woche oder beinahe täglich Dinge kauft, gibt es das auch? Beinahe täglich haben wir jetzt, glaube ich, nicht ganz so viele. Es liegt sicher auch daran, dass Amazon mit Prime natürlich ein schönes System entwickelt hat, wo der Anreiz entsprechend gesetzt ist. Aber es gibt diese Hardcore-Käufer, die bei uns einmal in der Woche oder auch zweimal die Woche kaufen. Und die versuchen wir natürlich zu hegen und zu pflegen. Aber macht es dann keinen Sinn, sowas wie Prime auch für Real.de aufzubauen? Gibt es immer wieder Überlegungen dazu. Ich meine, dass Amazon, als sie Prime eingeführt haben, erstmal signifikant investiert haben. Also ich glaube, in der Größenordnung niedriger, einstelliger Milliardenbereich. Klar, du kannst das irgendwie anders aufziehen, aber es soll ja trotzdem für den Endkunden attraktiv sein. Wir überlegen uns laufend, wie wir die Wiederkäuferquote steigern können. Es könnte denkbar sein, dass es mal sowas geben sollte. Und gibt es irgendwelche internationalen Effekte auf der Plattform, wo du sagst, gibt es in ein Real.de, gibt es auch in Frankreich oder in Dänemark, oder dass man so Cross-Border-Commerce betreiben kann, was ja für viele Händler auch immer wieder ein Anreiz ist, auf solche Marktplätze zu gehen? Was wir gerade machen, das haben wir jetzt am E-Commerce Day, der vor ein paar Wochen bei uns in Köln im Rhein-Energie-Stadion stattfand, so unsere Messe-Konferenz, die wir aber bewusst jetzt nicht als rein Real-Day verkaufen, sondern wo wir auch unsere Wettbewerber dazu einladen, da auszustellen. Heißt aber auch nicht ein Hitmeister E-Commerce Day. Hieß ursprünglich Hitmeister, heißt jetzt einfach nur noch E-Commerce Day, genau. Mhm. Da haben wir unsere Partner aus Frankreich, aus Rumänien und Italien da gehabt. Wir sind nämlich gerade dabei, das International Marketplace Network zu gründen. Das ist ein internationales Joint Venture, wo ein C-Discount, größter Marktplatz in Frankreich, eMAG, der größte Marktplatz in Rumänien, ePrice, einer der führenden Marktplätze in Italien, und wir, die Gründungsmitglieder sind. Und darüber wird es den Händlern erleichtert, im Ausland, also auf diesen Partnermarktplätzen, mit einer Anbindung zu verkaufen. Wenn du also dann bei Real bist und sagst, du bist im Moment noch nicht auf eMAG und C-Discount, dann bieten wir dir die Möglichkeit, auch dort zu verkaufen. Wann geht das live? Wir sind in der Testphase aktuell. Kartellrechtlich muss noch das eine oder andere freigegeben werden und dann announcen wir das auch. Also es wird in den nächsten wenigen Wochen dann
soweit sein. Okay, das kommt also noch. Also wir reden im Wesentlichen über deutsche Kunden. Österreich, Schweiz auch nicht so, sehr zentral. Ja, also wir haben in Summe so einen Auslandsumsatzanteil von, ich glaube, 7-8%, machen aber im Ausland noch gar nichts, also an aktivem Endkundenmarketing. Wir haben uns ausschließlich auf Deutschland konzentriert und das, was kommt, das kommt organisch und teilweise aus den Grenzgebieten. Schweiz ist noch vergleichsweise, wenn du dir Anzahl der Haushalte anschaust, relativ sind wir überrepräsentiert. Und das ist für uns auf jeden Fall ein Wachstumsthema. Okay, verstehe ich. Und wenn das Wachstum nicht aus dem Ausland kommt, sondern in Deutschland im Wesentlichen ist, dann kann man ja sicherlich, es gibt so zwei Dinge, glaube ich, wo man wachsen kann. Das eine ist natürlich genereller Schwung Richtung E-Commerce, also die 10% pro Jahr, das sollte kein Problem sein. Dann natürlich noch über Sortiment. Und Co., wo du sagst, mit der Real.de-Brand hat man auch jetzt keine großen Schwierigkeiten, weitere Händler anzuziehen. Viele sind natürlich jetzt auch in der Bredouille bei Amazon und kommen da quasi mit dem System auch gar nicht mehr richtig hinterher und suchen händeringend nach Alternativen. Was ja schon mal ganz cool ist für euch. Dabei fällt mir aber immer auf, naja, so viele Alternativen gibt es dann aber neben euch und Amazon dann doch nicht mehr. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass jetzt so ein Yateo, ich weiß gar nicht, ob sie noch so richtig aktiv den Markt gibt als Marktplatz, aber auch ein Rakuten, die ja mit viel wehenden Fahnen vor, 2014 sind die, glaube ich, übernommen worden, Tradoria von Rakuten, kann man ungefähr sagen. Ja. Dann die Idee, dass man dieses Loyalty-System, also eine Art eigenes Payback-System einführt und damit die Kunden irgendwie auf die Plattform holt. Das hat aber keinem richtig funktioniert. Siehst du noch irgendwelche Wettbewerber in Anführungsstrichen oder Marktbegleiter, bei denen es funktioniert hat? Einen Marktplatz aufzubauen ist, glaube ich, extrem schwer. Tradoria hat einen vernünftigen gehabt, aber nach dem, was man gehört hat, hat Rakuten da auch das eine oder andere aus dem japanischen Markt übergestülpt, was vom deutschen Endkunden, und auf den kommt es ja an, wenn er erfolgreich sein will, jetzt nicht so ganz gutiert wurde. Price Minister hat Rakuten in Frankreich ja auch gekauft und hat, glaube ich, auch nicht mehr die Entwicklung gehabt, die vor Akquisition stattgefunden hat. Aber die hatten ja funktionsfähige Marktplätze, das geht schon. Ne? Nur in einer Zeit, in der eine Tradoria und wir gestartet sind, da war der Druck von Wettbewerbsseite einfach noch geringer. Und jetzt musst du ja im Grunde alles, was irgendwo relevant ist, bauen. Du brauchst ein Produktdatensystem, du musst die Schnittstellenintegration zu den Händlern haben, du musst alle Funktionalitäten eines Marktplatzes auf der Produktdetailseite zum Beispiel auch rechtskonform anbinden. Du musst dich um die ganzen Legal-Themen, welche Kennzeichnungsverordnung auch immer, ne, Textilkennzeichnung und so weiter, da musst du zumindest den Händlern die Möglichkeit geben, die Informationen dann auch darzustellen. Du musst mit zig Millionen Preisänderungen am Tag was die Last der Plattform angeht, klarkommen. Du brauchst das Thema BaFin-Zulassung, ZAG-Lizenz. Du musst also in der Lage sein, Zahlungen abzuwickeln. Ein gutes Sales-Team, Vertrauen im Markt. Also ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist. Und wir beobachten durchaus die Bestrebungen von anderen, da jetzt mehr Gas zu geben. Aber es ist schon eine Mammutaufgabe. Wie groß hältst du denn die Herausforderung auf der technischen Seite? Du hast ja gerade relativ viel organisatorische Dinge besprochen, ne? BaFin, Abwicklung und Co., dass irgendwie das Händler-Handling, also Onboarding-Prozesse. Ihr habt ja eure Plattform selbst gebaut, eigentlich von Scratch, eigentlich seit über 10 Jahren und wahrscheinlich schon dutzendfach modernisiert und an vielen Stellen irgendwie. Sonst hätten wir Probleme jetzt. angebaut. Wie viele Leute arbeiten, wenn man mal einen gesamten Personalbestand, vielleicht kannst du was darüber erzählen, euch sich anschaut, wie viele Leute arbeiten denn technisch an der Plattform, wie viele Leute arbeiten irgendwie im Händler-Enabling, wie viele Leute arbeiten im Service? Ja. Wir sind ohne Kundenservice aktuell etwa 600 Kolleginnen und Kollegen, wobei da auch unsere Online-Lebensmittelaktivitäten reinzählen. Reines Marktplatz-Team sind... Online-Lebensmittel ist auch unter real.de aber. Unter real.de, allerdings im Bereich Lebensmittelshop, also nicht Marktplatz, wo wir dann die Heimzustellung machen. Da sind also alle mit drin. Und rein jetzt, um dir ein Gefühl zu geben, wie viele Entwickler an dem Non-Food- und Marktplatz-Thema arbeiten, das sind aktuell so 120, 130. Die permanent daran arbeiten, permanent den Marktplatz zu hebeln. Exakt. Ja, weil wir auch viele Kunden kennenlernen. Es gibt ja, ich würde sagen, so 10-15% aller Anfragen bei Spryker sind auch Marktplatz-related Anfragen. Die wollen, das sozusagen, das kann die Technologie enable das schon relativ stark von
von Haus aus, viele gehen natürlich mit so einem klassischen Scrum-Ansatz daran und fangen klein an. Wir haben ja unter anderem Sirup gesehen in der Schweiz, ja. Wobei ich da nicht glaube, dass es irgendwie an dem Personalaufbau gelegen hat, sondern die hatten relativ wenig Zeit, um das Modell zu proven. Und das, was du ja gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich in einem Jahr, den man sich vielleicht gibt für so einen MVP, gar nicht zu schaffen, seriöserweise. Nein. Und vor allen Dingen, wenn du dann auch möglichst schnell auf eine entsprechende Flughöhe kommen willst. Allein, ich meine, du siehst das jetzt auch an einem About You, das hat auch ein bisschen gedauert. Jetzt sind wir natürlich auf einer super Flughöhe, aber wenn du irgendwo eine Relevanz im Markt haben willst, dann brauchst du einfach auch Zeit und musst die ganzen Learnings machen. Ich glaube, Spryker kann als Basis irgendwie ein super Ansatz sein, aber das dann wirklich so hinzubekommen, dass du mit einem Amazon vernünftigen Wettbewerb stehen kannst und also wir haben jetzt noch x Baustellen, ne? Aber kannst du die beschreiben? Also es gibt vielleicht quasi, wir reden ja über eine sehr spezifische Form eines Marktplatzes. Wir haben jetzt mal einen Kunden in den USA, Sourceability, haben damit jetzt einen Marktplatz gebaut für 600 Millionen Produkte, also schon eine ganze Menge, und haben dafür sehr spezifische Sets genommen von Spryker. Aber ich glaube, was sich viele nicht so richtig vorstellen können, deswegen fand ich deine Aussage mit über 100 Entwicklern so spannend, die ja in Shop-Projekten, ERP-Projekten arbeiten, wo dann 10 Entwickler eigentlich schon viel sind. Ne? 10 Entwickler, wenn du sie alle in der Agentur einkaufst, sind 10.000 Euro am Tag, ja? 20 Tage im Monat, 200.000 Euro, 2,4 Millionen Euro weg. Nur für Entwickler. Ja. Ja? So, ja. Bei 10. Ja. Du hattest jetzt gesagt 100, 120. Ja. Kannst du mal beschreiben, was die eigentlich machen den ganzen Tag? Ich meine, ja. Also ich frage bewusst naiv, ja, weil wenn man auf die Webseite geht, der Marktplatz ist ja schon da. Genau. Ja, was sollen denn so viele Leute den ganzen Tag da programmieren? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen die Decke lüften. Sehr gern. Wenn wir uns mal angucken, wie so der Kaufprozess von dem Endkunden ist, der gelangt irgendwie auf die Seite. Das heißt, wir haben ein Team, das sich damit beschäftigt, unsere Kolleginnen und Kollegen im Marketing zu enablen, im Grunde effizienter zu werden. Wir nennen das Market-Tech oder Ad-Tech-Bereich. Die übrigens auch die Lösungen bauen, die den Händlern auf der Plattform Werbemöglichkeiten anbieten. Das, was Amazon seit einiger Zeit mit Amazon Media Marketing Services. Das geht bei euch auch. Also das geht bei uns jetzt auch. Wir sind da gerade in der Testphase und das wollen wir natürlich weiter ausbauen, um einfach die Ertragskraft. Okay, 10 Entwickler bauen, so, Marketing-Lösungen bei euch. Ja, da kommt der Kunde drauf. So, gelandet. Und was macht er dann? Er guckt sich um. Das heißt, du brauchst irgendwie, wenn er jetzt direkt auf einer, sagen wir mal, ist über Google Shopping oder so gekommen, ist auf einer Produktdetailseite, dann muss die Produktdetailseite passen. So, das kann sagen, das ist was, das passt irgendwann. Nein, tut es nicht, sondern du musst den halt laufend optimieren, weil es die ist, die im Grunde am meisten Darstellungsthematik. Also du musst dir erstmal auswählen, welches Produkt zeigst du oben in der Buybox an. Und das muss ja im Grunde in Echtzeit passieren, wenn der Händler einen Preis ändert. Ja. Preis ist eine Komponente, nicht die einzige, wie da der Händler entsprechend welcher zu bevorzugen ist. Und da müssen wir auch auf kartellrechtliche Themen achten. Wir als Real dürfen uns als Händler hier nicht bevorzugen, sondern müssen ihnen Level Playing Field. Wer kontrolliert das? Bei Amazon ist doch auch so, dass Amazon seine Eigenmarken immer in die Produktdetailseite reinpusht. Ja. Kauf jetzt nicht dieses Klebeband, kauf lieber das Amazon Basic Klebeband. Das ist zwar keine Marke, aber genauso gut und halb so teuer. So ungefähr sind ja die Anzeigen bei Amazon. So richtig kontrollieren tut es, glaube ich, noch niemand, aber wir achten darauf, dass wir einfach da sauber unterwegs sind. Also einfach ein Thema, das wir mit berücksichtigen. Dann, wenn du weiter runter auf der Produktdetailseite gehst, hast du die ganzen Themen, die aus unserem Produktdatensystem kommen. Das heißt, wenn du ein Händler bist... Klick mal auf den Fernseher, da hat mich sowieso angesprochen, dass ihr auch ein Angebot... Komm, kauf den doch, Schnäppchen. Ja. Okay, also Produktinformationen, da bin ich jetzt drauf. So, und dann siehst du ja die unterschiedlichsten Infos zu dem Produkt. Wahrscheinlich, ich sehe jetzt gerade nicht, was du magst, aber da hast du... Telefunken-Wandhalterung. Genau, und da hast du die Reviews. Ne? Also du hast Entwickler, die arbeiten im Grunde laufend an dem System, mehr Nutzerbewertungen zu generieren, andere Dimensionen in den Nutzerbewertungen zu haben. Im Moment sind die noch in den meisten Kategorien eindimensional, aber künftig wollen wir das eben standardisiert erheben, sodass du beim Fernseher sagen kannst, jawohl, das Bild ist gut, der Ton ist gut und so weiter. Ja, aber da höre ich ja immer als vereinfacht mal gesagt, Shop-Systemanbieter, da muss es doch einen Standard geben. Da muss es doch irgendein Plugin, da muss es doch irgendein Plugin geben hier. Sterne, Datum, sozusagen Titel, Text.
kann man ja machen mit dem Plugin. Ne? Also wir freuen uns für jeden neuen Marktbegleiter, dass du alles mit Plugins und so macht. Ja. Wir haben gelernt, dass... Ja, aber du redest jetzt so einfach. Du sagst jetzt, da arbeiten mehrere Entwickler an dem Review-System. Ja? Wenn wir jetzt wieder in der vereinfachten Agenturkostenrechnung sind, mehrere Entwickler an dem Review-System, sagen wir mal, 3 Entwickler, 3.000 Euro am Tag, plus QA, plus, also 5.000 Euro mit sozusagen, mit QA und Produktmanager, da sind wir wieder im ganzen Monat bei 100.000 Euro. Das heißt, ich muss ja für 1.000.000 Euro im Jahr sozusagen Dinge zur Verfügung stellen, jetzt Agentur, Vollkostenrechnung, ich habe es natürlich ein bisschen günstiger, die dann durch bessere Bewertung das an Mehrmarge erzielen können über den Zeitraum von irgendwie 3 Jahre. Ja, also bei drei Entwicklern sind wir jetzt nicht bei einer Million, ne? Also ganz so gut. Ich glaube, wir zahlen marktgerecht. Vereinfacht, ne? Sehr vereinfacht, aber nice try. 1.000.000. So, dann kannst du sagen, okay, Recommendation-System sind wir jetzt hier, ne? kommen die neuen oder ähnliche Produkte. Hm. Ja, da gibt es auch X-Lösungen, aber wenn du die integrierst, dann ist häufig deine Seitenladegeschwindigkeit wieder relativ schlecht. Ne? Und es kommt halt am Ende auf die Millisekunden an und deswegen haben wir gesagt, das bauen wir lieber selber. Sagst du jetzt, du gehst jetzt nicht zu Prozis oder zu einer anderen Engine oder einem Factfinder, weil dir diese, sagen wir, 0,1 Sekunden so viel Ranking-Opportunity klauen, dann investierst du lieber in 5 eigene Entwickler, die dann die Recommendation bauen. Exakt. Okay. Zumal, wenn das gute Leute sind, und wir haben ja, glaube ich, ausschließlich gute Leute, dann befruchten die sich auch gegenseitig, kommen zu neuen Ideen, wie wir im Zweifel auch einen Wettbewerbsvorteil irgendwo uns erarbeiten können. Die sitzen alle in Düsseldorf-Köln da bei euch? Im Non-Food-Bereich sitzen alle Entwickler in Köln, im E-Food, also Online-Lebensmittelbereich, alle Entwickler in Düsseldorf. Oh, okay. Und wir haben noch einen Teil von Entwicklern, die sich um unser Authentifikationssystem und so weiter kümmern. Also, dass du, wenn du auf der normalen real.de bist, sowohl für den Lebensmittelshop als auch für den Marktplatz einen Account hast, beispielsweise, und auch dich auch in der Real-App direkt mit den neuesten Services, dich über die neuesten Services informieren kannst. Das ist ein Team, das in Mönchengladbach sitzt. Und bei so einer großen Anzahl von Entwicklern oder Ressourcen, die generell die Seite verbessern oder digitale Interfaces, kann ja auch die App sein oder irgendwas anderes. Hast du da nicht Angst, dass dann die To-Do-Liste irgendwann mal abgearbeitet ist? Oder wie schaut es aus mit den Requirements? Kommen wir noch nach? Die kommen laufend nach. Es war jetzt nur ein Teil unserer Teams. Ne? Wir haben noch eins, das kümmert sich ausschließlich um den Checkout. Da versuchen wir natürlich auf mit der wichtigsten Seite überhaupt, wo der Kunde kurz davor ist, im Grunde sich zu entscheiden, möglichst viele Bezahlmethoden anzubieten, aber die auch so anzubieten, dass wir aus Nutzersicht die bestmögliche Erfahrung haben, also super convenient eingebunden ist. Und da ist ein Team, das sich ausschließlich darum kümmert. Dann haben wir ein Team, das unser Warenwirtschaftssystem gebaut hat, wo wir marktplatzgerecht Herstellern die Möglichkeit bieten, die über uns Dropshipping machen, also dann im Real-Direktkauf, ihre Produktdaten zu listen, aber von uns dann auch entsprechende Informationen zu bekommen. Der und der Artikel muss nachgeordert werden. Das haben wir auch selbst gebaut. Das ist was, auch da gibt es x Lösungen, aber wenn du am Ende richtig gut sein willst, ist unser Verständnis, dass du günstiger fährst, wenn du selber baust. Okay, das es gibt wenige Ausnahmen. Ein Unternehmen ist vor kurzem von About You gekauft worden. Die setzen wir auch ein im Bereich Bitmanagement für SEA, Adference. Das ist ein Bereich, da haben wir jetzt keine eigene Kompetenz aufgebaut, nachdem wir haben ein rudimentäres System gebaut, aber dann gesagt, das ist eigentlich nicht das, wo wir uns differenzieren können im Markt. Suche. Das nur für SEA-Bitmanagement oder auch für die anderen Performance-Marketing-Kanäle? Nur für SEA. Mhm. Wir machen die anderen Kanäle aktuell noch selbst. Also im Grunde, das Bidding jetzt im Zweifel auf einer Ladenseite oder so. Okay, ja, crazy. Gut, das war der Entwicklerteil. Also 100 Leute, das können sich ja quasi der normale Mittelständler mit 5 Milliarden Euro Umsatz im Landmaschinenhandel hier kaum vorstellen. vereinfacht gesagt, ich denke jetzt an keinen speziellen. Ja, aber für die meisten sind halt 5 oder 10 Entwickler dauerhaft an so einem Projekt kaum gar nicht vorstellbar. Ja. Du sagst jetzt 100 Leute und es ist jetzt nicht so, dass da jetzt einmal im Jahr der Real.de-Marktplatz refaktoriert wird, sondern die arbeiten in einzelnen Domänen, Suche, Checkout und Co. Ich glaube, man kann sich das als stationärer Händler gut vorstellen. Wenn ich in den Markt gehe, habe ich da ja auch Personal, das was verkauft. Und die Entwickler, die bauen ja das Produkt, das dann selbst verkauft. Ne? So versuche ich das den stationären Kollegen ein Stück weit zu erklären, weil die Fragen wurden mir in den letzten 3 Jahren auch schon gestellt. Crazy. Und die anderen Leute? Da sind ja noch 380 mindestens, 480 sind ja noch offen. Ja, also wir haben einen Großteil im Online-Lebensmittelbereich über alle Kategorien, Category Management, Finance, die Entwickler, Produktdaten, das ist das Team. Warum brauchen wir da so viele Leute? Weil, ich meine jetzt, weil
Fashion-Bereich ist ja so, dass sich alle halbe Jahr das Sortiment einmal dreht und irgendwie 20.000 Produkte neu beschrieben werden müssen. Ja. Das stimmt ja nicht für Gurke und Melone. Ja, das ist ja relativ stabil. Dafür nicht, aber die FMCG-Industrie ist sehr innovativ und es kommen ganz viele Produkte trotzdem in den Markt. Und bei einer Gurke kann es dann sein, dass du heute die hast, ne? Keine Ahnung, aus wo auch immer her, und morgen die andere. Und da musst du rein rechtlich, um sauber aufgestellt zu sein, trotzdem in der Lage sein, diese im Grunde Veränderungen auf der Website auch darzustellen. Und das dann auch zu trennen und später zu sagen, du hattest die Gurke bestellt und der Peter hatte die andere Gurke bekommen. Genau. Ja, also es sind so die Details im Online-Lebensmittelbereich. Das ist das IFO-Team. Und in Köln haben wir dann noch ein sehr großes Team im Bereich Marktplatzmanagement. Da zählt sowohl die Akquise als auch die Betreuung als auch das Controlling dazu. Wir haben allein ein HR-Team. Das sind mittlerweile auch 6, 7 Kolleginnen, die versuchen, die besten Leute für uns nach Köln oder Düsseldorf zu kriegen. Dann haben wir unser Produktdatenteam. Weitestgehend setzen wir da auf KI-Lösungen, haben aber trotzdem dann nochmal Leute, die drüber gucken, beziehungsweise die sich überlegen, was könnte denn weiter automatisiert werden. Da haben wir ein Team von auch so 10, 15 Leuten, relativ großes Redaktionsteam, ein Marketing-Team, wo die einzelnen Disziplinen jeweils Verantwortliche haben. Ein Legal-Team bei uns intern, weil die rechtlichen Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, oft nochmal andere sind als die der stationären Kollegen. Wir versuchen den Overhead möglichst gering zu halten, deswegen sehr, sehr viel im Bereich Produktentwicklung und Tech, beziehungsweise Sales, also dann unser Team, das mit den Händlern spricht und Partnerschaften aufbaut. Wie viele Leute sind das? Das sind aktuell, über alle hinweg, müsste man also um die 25, 30 sein. Und habt ihr Schwierigkeiten, gute Leute für euer Team zu gewinnen? Das ist ja momentan die größte Schwierigkeit, da hatte ich auch mal im Vortrag gesprochen, im Markt, dass es weder in Berlin noch in Köln noch anderswo auch teilweise großen, bekannten Brands nicht gelingt, ausreichend Menge an Menschen aufzubauen. Und ein kleines Scrum-Team, 5 bis 10 Leute, das kriegt man mit ein bisschen Anstrengung irgendwie nochmal akquiriert. Wir hatten hier mal den CTO von Mediamarkt Saturn im Podcast. Die haben sich massiv bemüht, irgendwie 100 Leute aufzubauen oder 120 Leute für Tech Center. Da ist natürlich auch die Churn bei so einem Thema jetzt nicht ganz gering. Da musst du auch viel nachheiern. Wie sieht das bei euch aus? Also wenn du jetzt sagst, du brauchst noch 100 weitere Leute und bei den Marktkommandanten kann das ja schnell sein. In Düsseldorf, Köln, kriegt ihr die? Wir kriegen die. Es dauert teilweise etwas. Wir rekrutieren natürlich auch nicht nur lokal, sondern versuchen auch Kolleginnen aus dem Ausland für uns zu gewinnen. Wir haben an der Uni Darmstadt, an der TU Darmstadt, einen Tech-Hub aufgebaut seit letztem Jahr, wo wir jetzt auch schon wieder vollgelaufen sind. Ich glaube, wenn du die richtige Mischung hast aus der richtigen Unternehmenskultur, der richtigen Vision und den Dingen, die einfach für die Entwickler, also das gilt nicht nur für Entwickler, das gilt für alle Kolleginnen und Kollegen, wichtig sind. Also auch eine vernünftige Bezahlung und dass sie einfach Transparenz, ne? Wir arbeiten mit OKRs und haben komplette Transparenz im Unternehmen, welches Team an welchen OKRs arbeitet. Und einfach noch möglichst viel von so einer Startup-Kultur sich zu erhalten, aber das zu kombinieren mit der Schlagkraft und der im Grunde Power von einer großen Brand, das ist, glaube ich, für uns so ein Erfolgsmodell. Es fällt uns jetzt deutlich leichter, die Leute zu gewinnen, als es zu Hitmeister-Zeiten der Fall war. Aber wir arbeiten noch dran. Wir haben ein Team, das sich um Employer-Branding-Themen kümmert. Wir machen im Grunde laufend Mitarbeiterbefragungen, nehmen die Dinge dann wirklich ernst, setzen um, versuchen einfach die Leute auch vernünftig zu behandeln. Und das hilft dann zumindest, dass du nicht nachheiern musst, was dir... Ja, das ja, ich sage, so ein bisschen wie bei dem normalen Online-Geschäft, du sozusagen das Investment in den Kunden zu halten, ist ja mittlerweile genauso hoch wie das, den Neukunden zu gewinnen, so dass Mitarbeitern ja auch so eine hohe Attrition sozusagen kann da immer manchmal schwierig werden. Das ist ja schon mal gut und glaube ich auch sehr aufklärend zu hören, dass ihr habt im Grunde genommen ja für jede Million GMV einen Mitarbeiter, fällt mir gerade auf. Das ist glaube ich ja schon mal ein guter Indikator. Ich muss jetzt mal nachrechnen, wie es bei Amazon ist. Was hat denn Amazon? Hatte 300. Das kommt gar nicht. Das kommt hin.
Das könnte hinkommen bei Amazon. Wir haben jetzt bei uns noch, also Fulfillment-Kollegen sind drin, die in unseren eigenen Warehouses arbeiten. Wir haben aber unseren Kundenservice noch nicht drin. Wenn man die jetzt auch mit berücksichtigen würde, da arbeiten wir primär mit Dienstleistern zusammen, die wir aber im Grunde komplett managen, sodass wir da auch die Hoheit über die Daten haben. Und haben natürlich auch ein Second- bzw. Third-Level-Team im Kundenservice intern. Wenn du da die Heads nochmal oben drauf rechnest, dann sind wir bei weit über 1000 Mitarbeiter. Ja. Aber das sind jetzt keine, die direkt auf unserer Payroll sind. Ja, okay, aber ich bleibe mal direkt. Ich glaube, das ist eine schöne Erkenntnis aus diesem Podcast. Für ein Marktplatzgeschäft im Konsumgüterbereich, so Food muss man dann nochmal sehen im Speziellen, das ist quasi ein Mitarbeiter pro Million GMV, ist erstmal nicht. Was aber auch dann zeigt, so ein Mitarbeiter kostet ja eine Vollkostenrechnung sicherlich auch mehr als 50.000 Euro im Schnitt über die ganze Organisation. Es muss ja auch was hängen bleiben vom GMB dann am Ende. Und das darf auch gar nicht so wenig sein, damit das Ganze sich lohnt. Kannst du darüber auch was sagen? Also wie stabil ist so ein Marktplatzgeschäft? Weil ihr seid ja generell immer in diesem Spagat, okay, komm, eigentlich müssen wir, um nochmal 50 weitere Entwickler zu zahlen, um Features zu bauen, müssen wir die Gebühren ein bisschen erhöhen bei bestimmten Produkten. Auf der anderen Seite läufst du immer Gefahr, dass dann der USP verloren geht, weil du dann diese Gebührenarbitrage nicht mehr mitmachen kannst im Markt. Wie geht ihr da ran? Also wenn ihr jetzt mal sagt, komm, wir hören mal morgen auf mit Werbung, jetzt geht es nur noch ums Geld verdienen. Also ist das in sich ein solides, stabiles Modell? Ja, ist das Schöne daran. Also erstmal, wenn wir Preise erhöhen auf der Kommissionsseite, dann ist natürlich die Gefahr immer größer, dass der Händler das 1:1 an den Endkunden weitergibt. Mhm. Und wir damit dann, wie du glaubst, gerade zwischen den Zeilen gesagt hast, dass wir preislich dann nicht mehr kompetitiv sind. Deswegen ist das eigentlich immer so die letzte Option, die wir ziehen wollen. Wir versuchen auf der anderen Seite eher an den relevanten Kostenpositionen zu arbeiten, insbesondere was Marketing-Effizienz angeht. Da geht es halt echt um die Nachkommastelle und wir machen uns laufend Gedanken, wie können wir unsere Conversion-Rate steigern, wie können wir Keywords, die nicht performen, abschalten, wie können wir unsere Preisvergleiche eng monitoren, weil die Kollegen, die mischen ganz gerne mal wieder immer wieder Traffic zu, wo sie einen sehr guten Arbitrage-Hebel haben, also sehr, sehr günstig eingekauft und vergleichsweise teuer weiterverkauft. Das sind alles so Dinge, um die du dich dann kümmern musst. Und das Gute ist aber, wir haben intern immer eine Unit Economics-Betrachtung, also gucken uns an, was auch nach Marketingkosten ein Neukunde uns bringt, wenn er sein Kaufverhalten über die Zeit so anpasst, wie wir es erwarten. Und da stehen wir sehr, sehr solide da. Vor allen Dingen, wenn du die Geschäftsbereiche vergleichst, wir haben ja unser Lagergeschäft, wir haben unser Dropshipment-Geschäft, also das, was wir im Real-Direktverkauf bündeln, und wir haben unser Marktplatzgeschäft. Und ich glaube, die Symbiose aus beiden ist wichtig, aber die Profitabilität des Marktplatzgeschäftes und die Profitabilität ist vergleichsweise hoch und die Volatilität ist vergleichsweise gering. Es läuft im Grunde mit einer schönen Wachstumsgeraden von Jahr zu Jahr mit. Und im anderen Geschäft, da kannst du, wenn du richtig einkaufst und die richtigen Produkte hast, natürlich spannenmäßig, margenmäßig auch mal besser abschneiden. Aber hast natürlich das Risiko, wenn dann vielleicht ein paar tausend Gartengarnituren zu viel hast, dass die Läger voll sind und du auch Abschreibungsthematiken hast. Mhm. Aber die Beziehung wiederum zu vielen Herstellern, die wir dadurch aufbauen, die hilft uns auch für die Marktplatzseite. Wir kriegen bessere Produkte, die nutzen uns natürlich auch als Werbeplattform. Denen bieten wir das Thema Marketing-Services perspektivisch auch an. Also ich glaube, ein Marktplatz ist dann stark, wenn er beides hat. Also das siehst du ja auch, wenn du einen Amazon mit einem eBay vergleichst, die sich ja immer aus dem Eigenhandel, mit Ausnahme jetzt von einer Brands for Friends Akquise oder so, rausgehalten haben. Gut, es gibt noch weitere Gründe, weshalb Amazon eine andere Wachstumsdynamik aufgewiesen hat in den letzten Jahren. Aber Brands for Friends, das ist ja auch eBay gekauft. Genau, meine ich ja. Ach so. Okay. Genau, das ist das Einzige, wo sie im Grunde Eigengeschäft auch gemacht haben mit eigenem... Okay, und das verstehe ich sozusagen, wie du die Stabilität dieser Marktplätze betreibst oder wie du sie beschreibst. Wie lange dauert es bei euch, um einen Händler onzuboarden? Also bleiben wir mal mehr. Ich habe jetzt irgendeinen Standard-Shop, habe ganz langweilige Produkte. Der Shop selber, egal wie schön er aufbereitet ist, zieht jetzt auch niemand hinterm Herd vor.
jetzt möchte ich meine 100 SKUs bei euch listen. Wie lange dauert das? Wenn du deine relevanten Dokumente, also Handelsregisterauszug beispielsweise, das, was wir in unserer Funktion als Zahlungsinstitut von dir wissen müssen, wenn du die bereit hast und hochladen kannst und wenn deine Produktdaten bereits bei uns vorhanden sind, wir haben ja ein Produktdatensystem, anders als jetzt ein eBay beispielsweise, wo im Grunde jedes Listing irgendwo individuell ist oder weitestgehend, die versuchen ja jetzt auch... Ihr habt Wettbewerb am Produkt. Wir haben Wettbewerb am Produkt, insofern haben wir auch einen Satz an Produktdaten und wenn die Produkte vorhanden sind, dann kannst du innerhalb von wenigen Minuten listen. Ah, okay. Das ist ja das, was vielen anderen Händlern gerade nicht gelingt und wo sie halt riesige Probleme haben, die große Nachfrage, die es ja im Markt offensichtlich gibt, tatsächlich umzuwandeln. Und das scheint ja auch ein Kernteil dann eures Erfolges zu sein, dass Händler halt sehr schnell raufkommen und sehr schnell Erfolge, geringe Einstiegshürden, Erfolge sammeln können. Ja. Was hat denn, und da kommen wir auch schon ein bisschen zum Ende hier unserer Folge, was hat denn dazu beigetragen, dass diese Integration von Hitmeister in real.de so erfolgreich funktioniert hat? Weil, wenn man mal zurückblickt, da gab es ja tatsächlich mehr Risiken als Chancen bei so einer Integration, irgendwie Team mitnehmen, Marke wird irgendwie neu gemacht. Dass dieses ganze SEO-Thema, was du jetzt als Vorteil am Ende des Tages mitnehmen konntest, das hätte ja genauso gut nach hinten losgehen können. Also was war so aus deiner Sicht Erfolgsgaranten für die Integration Hitmeister in die reale Organisation hinein? Ja. Abgesehen davon, dass du natürlich noch da bist. Ich weiß nicht, wer... ob das Ausschlaggebende war. Ja, ich glaube generell das Team, ne? Also diejenigen, die das verantwortet haben, sowohl von Seiten Reals, die damals uns gekauft haben, der Philipp Blome, der Metro Market Sales, mein ehemaliger Kollege in der Geschäftsführung, aber auch unser ganzes Kernmanagement-Team. Da sind ja viele schon seit weit über 10 Jahren mit dabei und die haben auch auf Realseite sind viele schon seit vielen Jahren dabei. Und dass die einfach miteinander konnten und man auf Augenhöhe miteinander gesprochen hat, das war schon mal so die Basis im ERP-Bereich. Ne? Dass wir gesagt haben, okay, hier haben wir unsere Hitmeister-Systeme, da bauen wir eine Schnittstelle in SAP. Das war ein Beispiel. Die ganze technologische Basis ist die alte Hitmeister-Basis, die natürlich über die Jahre refactored wurde, neue Module rangebaut, alte rausgeworfen. Und die ist im Grunde dann unter die Marke real.de geschlüpft. Also wir haben eigentlich nur, in Anführungszeichen, die Seite anders designt und haben sichergestellt, dass wir die Integration an die Realsysteme, also auch die Läger, die Real damals auch schon betrieben hat, dass wir da einfach eine vernünftige Schnittstelle haben. Aber den Rest, den haben wir ja schon gehabt. Deswegen war das technische Risiko jetzt nicht so super hoch. Und du hast das SEO-Risiko auch angesprochen, wenn du zwei Domains zusammenführst. Einfach handwerklich vernünftig gemacht. Also geguckt, wie müssen wir technisch vorgehen? Was müssen wir auf welche URL im Grunde schieben, um möglichst viel zu erhalten? Wie kriegen wir schon zu Beginn eine gute Nutzererfahrung hin? Weil wenn du viel veränderst, dann tendiert Google dazu ja auch die Nutzererfahrung nochmal neu zu bewerten. Da haben wir Wert drauf gelegt. Und dann war es einfach eine super Teamleistung. Es hat 9 Monate gedauert und dann sind wir am Valentinstag, am 14. Februar 2017 sind wir dann zusammengegangen. Also nach Signing im März 2016 bis Februar 2017, 9 Monate für die Integration. Ja, das ist also beeindruckend. Ich glaube, es gibt nicht so viele Erfolgsgeschichten bei so einer Integration, auf die man da verweisen kann. Und vielleicht so ein Blick nach vorne. Ihr seid ja gerade in so einem Verkaufsprozess von Real, der ist ja öffentlich auch gemacht worden von der Metro-Gruppe, der ist auch noch nicht abgeschlossen. Wäre sowas wieder möglich? Also könnte morgen ein anderer, ob das jetzt Food oder Non-Food ist, da ist mal hingestellt, Betreiber kommen und sagen, nee, das, was du da beschrieben hast, ist eigentlich super, ich brauche jetzt so einen Marktplatz, hier den ganzen Realraum kannst du mal weglassen, wir machen das jetzt für, I don't know, Sportartikel und Schuhe, ja, könnt ihr auch sagen, Intersport, kaufen wir morgen den Marktplatz bauen, das haben sie auch nicht so richtig hinbekommen in den letzten Jahren, die sind bereit, jetzt da was auch immer in die Hand zu nehmen. Würde das nochmal gehen oder ist das jetzt schon, wenn man 50% der Händler austauschen müsste, ist dieser Schritt eigentlich dann auch doch relativ teuer? Es wird vor allen Dingen Zeit kosten, das nochmal selbst im Grunde vom Scratch zu machen. Wir hatten ganz zu Beginn des Gesprächs, glaube ich, mal die unterschiedlichen Bereiche touchiert, die du dann alle aufbauen musst.
Und allein die Integration zu den Software-Schnittstellen. Du brauchst ja auf der Gegenseite Leute, die dann auch Zeit dafür haben, die sagen, das ist jetzt relevant. Glauben wir wirklich an den Erfolg des neuen Marktplatzes? Dann musst du dich um das Thema Zahlungsabwicklung kümmern. Du musst dich um das Thema Produktdaten kümmern. Du musst gucken, dass du von deiner Architektur her so aufgestellt bist, dass du auch perspektivisch zumindest SEO-seitig einen guten Job machst. Du musst das Team erstmal finden. Das, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wenn man weit über 10 Jahre zusammenarbeitet, ist extrem viel Vertrauen da. Das sind Leute, die vertrauen sich blind und das nimmt natürlich wahnsinnig viel an Reibung oder an Transaktionskosten im Grunde raus, was auf der Zeitachse extrem hilft. Also ich glaube, es ist eine Mammutaufgabe, das zu machen. Du, selbst wenn du super, super viel Geld hast, würde es lange dauern, um eine Flughöhe zu erreichen, die wir jetzt zusammen nach 3 Jahren oder knapp 3 Jahren erreicht haben. Mhm. Mit der Basis ausgehend damals von gerade mal 60 Millionen, was ja jetzt irgendwie mickrig ist. Aber damals waren wir da schon ganz happy drüber. Ja, also auch heute wäre noch der ein oder andere Marktplatz, glaube ich, ganz happy darüber. Aber insbesondere das Onboarding von Partnern innerhalb von Minuten, das hat halt bisher noch keiner so geschafft. Und ich glaube, das ist was die meisten Anbieter auch technisch komplett unterschätzen, dass man da schon einige 10.000 Manntage investieren muss, bis so eine Lösung reibungslos funktioniert und dann dieser Anpassungsdruck ja nicht nachlässt. Also du könntest wahrscheinlich ohne weiteres 50 weitere Entwickler in der Organisation verdauen. Wenn ihr zu uns kommen wollt, jederzeit. Genau, und ich glaube, das ist glaube ich auch ein bisschen, also neben dieser 1 Million GMV pro Mitarbeiter ist das glaube ich auch so ein bisschen der wichtigste Punkt, dass so ein Marktplatz, auch wenn er jetzt im Vergleich zu Amazon noch gar nicht so riesig aussieht, ist natürlich eine 500 Millionen GMV schon eine ganze Ecke. Da steckt halt ein unfassbarer sozusagen personeller Aufwand dahinter und viele Dinge erfordern einfach viel manuelle Arbeit, also viel Gespräche, ne, Sales-Team, aber auch Schnittstellen, Diskussionen, andere Marktplätze hinein und Onboarding, also das kann man jetzt ja auch nicht alles automatisieren, also nur KI kann man jetzt keinen zweiten Marktplatz bauen. Dann bin ich mal gespannt, die nächsten 12, 24 Monate, die sind ja auch spannend jetzt für euch in der aktuellen Phase aussehen. Ich glaube, der Bedarf, die Notwendigkeit von Amazon-Alternativen, nenne ich es mal stark vereinfacht gesagt, ist auf jeden Fall noch da. Aber ich kann mir auch super gut vorstellen, dass man in den nächsten Jahren noch mal links, rechts ganz irgendwo anders abbiegt, weil man mit dieser Menge an Daten und Kunden ja schon noch ganz spannende Geschäftsmodelle bauen kann. Und in diesem Sinne können wir uns schon fast verabschieden zum K5-Dinner hier. Es geht nämlich heute auch los. Wir nehmen das hier gerade im Juni auf in Berlin und da lassen wir uns mal inspirieren, was die anderen so im Bereich Marktplätze machen. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank.